BDEW-Kongress 2011. Podcast. Energiehunger und globale Risiken. Trägt Europas Strategie 2020? Podiumsdiskussion. Meine Damen und Herren, mein Name ist Ulrich Mayer, ich bin Fernsehjournalist und habe zum dritten Mal hintereinander die Ehre und wahrscheinlich auch das Vergnügen, ist noch nicht ganz klar, aber es wird vermutlich so sein, Ihnen jetzt die Podiumsdiskussion vorstellen zu dürfen. Normalerweise kennen Sie mich aus Sat.1, Akte 2011, das ist so mein Thema, Verbraucherfragen, die wir dort behandeln. Erst am vergangenen Dienstag habe ich mir unter den Wasserexperten unter Ihnen wieder viele neue Freunde gemacht, als wir die Messgenauigkeit von Flügelradwasseruhren in Zweifel gezogen haben. Sie können sich schon das nächste Mal wieder über mich ärgern. Am nächsten Dienstag, 22.15 Uhr, die 800. Sendung. Herzlich eingeladen, meine Damen und Herren. Jetzt hat sich das für mich auch gleich wieder gelohnt. Der BDEW hat weder Kosten und Mühen gespart, um ihn die Energiewende zu symbolisieren. Auf dem Weg heute Morgen hier ins Hotel haben Sie sicherlich gemerkt, dass die Außentemperatur lediglich 18 Grad beträgt, im Vergleich zu 29 Grad gestern. 11 Grad Senkung, das ist etwas, meine Damen und Herren, was Ihnen zeigen soll, dass die Energiewende heute in diesem Land stattfindet, möglicherweise dann auch gleich wieder in die andere Richtung, dass es da draußen etwas wärmer wird. Heute ist der Tag der Tage, die Energiewende findet seinen Niederschlag im Bundestag und wir wollen sofort einsteigen in die Diskussion, die wir uns heute vorgenommen haben. Ausgehend davon, dass Sie den Energiemarkt im Regelfall sehr national betrachten, wollen wir Ihnen deutlich machen, was die energiepolitische Perspektive Europas ist. Dazu haben wir 5 Damen und Herren hier zu uns auf die Bühne geholt, die jetzt einer nach dem anderen freundlicherweise kommen und mit mir das Thema Energiehunger und globale Risiken trägt Europas Strategie 2020 besprechen wollen. Als erster, der zu uns kommt, Dr. Yorgo Chatzimarkakis. Er ist Mitglied des Europäischen Parlaments, sitzt dort für die FDP, hat Agrarwissenschaften studiert und Recht, also alles gemacht, was du brauchst, um in Brüssel Erfolg zu haben. Er sitzt hier, bitteschön, genau. Er war im Jahr 2007 Abgeordneter des Jahres im EU-Parlament, so eine Art goldenes Fleißkärtchen ist das mit Sicherheit gewesen, auch nochmal unseren herzlichen Glückwunsch dazu. Zu uns kommt Dr. Michael Süß, er vertritt die Industrie, ist Mitglied des Vorstandes bei Siemens, ist dort CEO vom Sektor Energy, kommt zu uns und setzt sich hier hin, genau. Er ist eigentlich... gelernter Maschinenbauer und war vor seiner Verwendung als Vorstand im Bereich Fossil Energy, was man auch fossile Energien nennen könnte, beschäftigt gewesen, möglicherweise schlägt sein Herz ja nach wie vor dort. Wir empfangen, meine Damen und Herren, unter Ihrem Applaus Dr. Johannes Theissen. Er ist Vorsitzender des Vorstandes der E.ON. Er ist Volkswirtschaftler und Jurist und Europäer, was hier noch in dieser Diskussion eine Rolle spielen wird. Und bei uns ist Daniel Dobeny. Er ist Er ist Präsident von ENZOE in Brüssel und wird uns gleich erläutern, was das eigentlich Erstaunliches ist und wie weit man gekommen ist. Bitte schön. Und in dramatischer Verkennung des alten Spruchs Ladies First, ganz zum Schluss, Dr. Annette Loske ist bei uns. Sie ist nämlich die Hauptgeschäftsführerin vom VIK, dem Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft in Essen. Sie ist eigentlich... Sie ist eigentlich studierte slawische Philologin und hat aus diesem Grund gleich ihre berufliche Laufbahn bei der Erdölexploration in Russland begonnen, was als Karriere auch sehr spannend ist. Willkommen. Meine Damen und Herren, wir haben die Sitzordnung richtig eingenommen. Herr Dobeny, Sie sind mit Sicherheit der unbekannteste, herzlich empfangenste Gast hier in Berlin. Sie stehen für ENZOE, eine relativ neue Entität. Was machen Sie genau? Wir haben ja eben schon gehört, Stromnetze enden an den alten Grenzen der Fürstentümer. Und was haben Sie schon geschafft? In a few words, ENZOE is the association of all transmission system operators in Europe, and I mean by that more than the European Union. We have 41 transmission system operators out of 34 countries, and our mission basically is to help
And that's the way it has been foreseen in the third package of directives, is to help the European Commission, the European Union, achieve the targets. So basically, we are trying to help achieving the famous 2020 targets by 2020. And already we're thinking now about 2050, which is already a little bit far away. So our mission is try to help having this infrastructure in place. Müssen Sie Verträge schließen oder müssen Sie Stromnetze bauen, die Grenzen überschreiten? Well, I think when we hear Commissioner Oettinger, electricity is by definition European, because the law of physics are such that electricity doesn't know the borders between the countries. And if you remember back in the 50s, the first interconnection between member states were before European Union was created. So electricity has to be achieved technically, politically, financially, as a European matter. We as TSO, we live in that world for many years. I'm afraid that member state level are not yet there, but we hope we get there. Herr Dr. Theissen, wir haben eben von Energiehunger gehört, der nicht nur in Deutschland, sondern auch in Bulgarien tobt geradezu. Nennen Sie uns doch mal eine Zahl, die wir mit nach Hause nehmen können und die uns schier umhaut. Wie schlägt sich Energiehunger in den nächsten Jahren nieder? Ich weiß jetzt nicht, was Sie so umhaut nach 800 Sendungen. Es ist nicht mehr viel, er hat schon recht, aber wir versuchen es. Vermutlich müsste ich dann das Energiewachstum Chinas nehmen oder sowas, das könnte Sie ein bisschen beeindrucken. Also ich glaube, in den Szenarien Internationale Energieagentur und andere, die sich überwiegend jetzt Richtung 2030 rechnen, spielt das so zwischen 30% und 50% Primärenergiewachstum weltweit. Wobei wir, glaube ich, feststellen müssen, dass Europa an diesem Energiewachstum keinen oder einen relativ geringen Anteil haben wird. Schon ganz stark bestimmt durch unser demografisches Problem. Wir verlieren 10% unserer Einwohner, damit auch werden wir Wirtschaftsleistung verlieren, damit werden wir Energieverbrauch verlieren, zusätzlich mit Energieeffizienz. Auch wenn die Abhängigkeit von Importen stimmt, ist, glaube ich, das starke Wachstum findet nicht in Europa statt, sondern findet außerhalb Europas statt. Aber wir sind natürlich Teil des weltweiten Wettbewerbs um die Energie. Dennoch müssen wir uns rüsten, und zwar in der Art und Weise, wie in diesen Vorträgen schon beschrieben worden ist. Die Integration eines europaweiten Energiemarktes, Herr Chatzimarkakis, welche Maßnahmen sind dazu notwendig, müssen vorangetrieben werden, um das tatsächlich lebendig gestalten zu können? Naja, das wurde ja gerade schon von Enzo E. beschrieben. Wir haben ein europäisches Produkt, aber wir haben eine Umsetzung auf nationaler Ebene. Das ist unser großes Problem. Wir haben auch keine wirkliche europäische Kompetenz. Ich muss vorweg schicken, Sie haben den Kommissar Oettinger erlebt, der ist gar nicht mehr wegzudenken aus dem europäischen Kontext. Der macht seine Sache wirklich nicht nur sehr gut, sondern er beschreibt dimensionistisch, was passiert. Er tritt so manchen auch in Deutschland auf die Füße, aber wir kriegen diesen Binnenmarkt, der ja mehr Transparenz, mehr Wettbewerb, niedrigere Preise, mehr Versorgungssicherheit schaffen soll, nur hin, wenn diejenigen, die laut Vertrag damit befassen, nämlich die Mitgliedstaaten, mitmachen. Da gibt es eine schlechte Nachricht. Die Nachricht ist, dass Oettinger an allen Fronten kämpft. Aber wenn Sie mal in die Energieräte schauen, da sind wichtige Länder, wichtige Mitgliedstaaten eben nicht durch ihre Minister vertreten, sondern lassen sich dort auf niedrigerer Ebene vertreten. Allein der heute zu beschließende Atomausstieg, diese Energiewende, wurde nicht in Absprache mit den europäischen Partnern gemacht. Und das hat dort zu vielen Fragezeichen geführt. Die größte Industriemacht Europas macht allein gegen. Und daran sehen Sie schon, wir reden hier zwar theoretisch über ein nettes Konzept, er soll es technisch umsetzen, er hilft der Kommission, er hilft Europa, aber wenn die Mitgliedstaaten nicht mitmachen, kommen wir da nicht weiter. Sie haben schon wieder Luft geholt. Bitte unbedingt. Was mir gerade durch den Kopf geht gestern Nacht, ich weiß nicht, ob es alle so im Frühstücksfernsehen gesehen haben, Athen. Richtig viel Blut auf der Straße. Und, das wollen Sie aber jetzt ihm nicht vorwerfen. Aber jeden Tag reden wir jetzt über den Euro. Was wird daraus? Woran liegt denn das, wo der Euro hingeraten ist? Dass wir eine gemeinsame Währung haben,
aber keine gemeinsamen Wirtschafts- und Finanzpolitiken dahinter, sondern die Nationalstaaten und Deutschland vorneweg dabei. Wenn es gerade nicht Interessierte gesagt haben, jetzt gilt das Verschuldungsziel für uns gerade nicht, passt uns gerade nicht in die nationale Konjunktur oder die nationale Politik. Und in Wirklichkeit haben wir doch das völlig parallele Phänomen. Wir haben das Ziel eines Energiebinnenmarktes, wir haben ein europäisches Instrument in Emissionshandel, aber gleichzeitig haben wir komplette Abwesenheit von einer gemeinsamen Energiepolitik, sondern jeder tut, was er Lust hat. Und wir werden, deswegen ist doch an sich fast zu erwarten, dass es ein paar Jahre dauert, dann werden wir feststellen, wir hatten da diesen Emissionshandel, aber der funktioniert nicht, weil jeder was anderes gemacht hat. Wir wollten einen Binnenmarkt, der hat zwar tolle Netze gebaut, die sind aber gänzlich überflüssig geworden, weil jeder seinen nationalen Markt gerade völlig separat organisiert und das sagt, muss ich auch dringend tun, weil ich habe jetzt hier was angefangen, da muss ich das andere machen. Also meine Sorge ist, wir haben an sich so ein ICE mit zwei ganz starken Lokomotiven, aber dummerweise am jeweils anderen Ende. Und beide sind wirklich engagiert unterwegs und Herr Oettinger beschreibt das brillant und kommentiert das auch völlig richtig. Nur, er hat eben nicht so ganz viel Waffen in der Hand. Ne? Genau. Und der ICE hat dazu noch keine Klimaanlage, meine Damen und Herren, womit ich nichts gegen Siemens sagen möchte, obgleich es jetzt mit Siemens weitergeht. Herr Dr. Süß, lassen Sie uns mal... Nein, das haben Sie falsch verstanden. Lassen Sie uns mal darüber sprechen, über Investitionen in diese grenzüberschreitenden Netze. Wir haben das gerade gehört, es ist etwas, was eigentlich irgendwie allen klar ist. Herr Chatzimarkakis hat gesagt, Herr Enzoe Dobeny hat es schon gesagt, aber Sie wollen ja Geld verdienen damit. Sie wollen sagen, komm, wir als Siemens müssen Gelder dafür einnehmen für die Investitionen, wir wollen ausbauen, das ist unser Core-Business sozusagen. Wir haben gerade von 200 Milliarden Euro gehört, die investiert werden sollen. Reicht das? Läuft das schon oder wo müssen Sie pushen? Wir müssen zunächst mal gar nicht pushen, sondern wir stehen bereit, um diese Netze auszubauen. Die 200 Milliarden, die Sie gehört haben, werden nicht reichen. Es geht auch nicht nur um den Netzausbau. Und wir brauchen da auch nicht über die europäische Ebene diskutieren. Solange in Deutschland 4.000 Kilometer Netzausbau fehlen, ist es gut zu sagen, wir müssen grenzübergreifend ausbauen. Wir sind ja nicht in der Lage, es in Deutschland auf die Reihe zu bringen. Das heißt, was wir machen müssen, ist weg von den Scheinbildern, was wir alles gerne hätten, hin dazu den Leuten zu sagen, was wir brauchen. Und dann müssen die Leute am Ende aller Tage auch bereit sein, das zu unterstützen. Und dann geht es eben nicht, not in my backyard, dass wir generell sagen, lass es mal woanders machen, aber nicht bei uns. Und die Diskussion haben wir heute schon mal ganz kurz gehört. Großprojekte in Deutschland, Netzausbau sind europäische Großprojekte. Und wenn wir hier in Deutschland Großprojekte fordern, auf der anderen Seite aber der politische Wille nicht vorhanden ist, dann kann ich als Ausrüster zwar bereitstehen, aber ich kann ja nicht bekehren. Also es hört sich jetzt grundsätzlich noch nicht so richtig nach Aufbruchsstimmung an. Siemens steht bereit, E.ON ist leicht pessimistisch, wie wir das rausgehört haben von Dr. Lauske. Was müsste denn jetzt an Netzausbauprojekten wirklich vorrangig vorangetrieben werden, damit es funktioniert? Herr Süß hat darauf hingewiesen, in Deutschland fehlt jede Menge, um wirklich diese Energiewende versorgungssicher durchziehen zu können. Und Herr Oettinger hat deutlich gemacht, Versorgungssicherheit ist ein Gut, für das wir hier in Deutschland lange Zeit genießen konnten, für das die Verbraucher auch bereit waren, durchaus etwas mehr zu bezahlen. Und dieses Gut Versorgungsqualität geht uns derzeit verloren, wenn wir nicht den vernünftigen Infrastrukturausbau hinbekommen und dann zahlen wir sehr viel Geld für etwas, was die Qualität nicht mehr wert ist und nicht mehr liefert, die wir einmal gewohnt waren zu bekommen. Das widerspricht sich. Wir werden sogar mehr dafür bezahlen. Von daher brauchen wir erst einmal in Deutschland, wenn wir diese Energiewende, wenn wir diesen Sonderweg in Deutschland gehen, brauchen wir vor allen Dingen erst einmal in Deutschland sehr starke Ausbau der Netze. Wir brauchen dann auch tatsächlich den Ausbau in das europäische Ausland, sehr, sehr klar. Die Industrie hat immer für den europäischen Binnenmarkt im Bereich Strom und Gas gekämpft. Ich glaube, dass die Industrie sogar der Antriebsmotor damals war, in den 90er Jahren das zu schaffen, mit den Zielstellungen, die auch Herr Oettinger genannt hat, mehr Wettbewerb, dadurch entstehende günstige Preise und so weiter und so weiter. Uns fehlt inzwischen, muss ich sagen, immer mehr der Glaube,
dass sich dieser Binnenmarkt so entwickeln lassen wird, dass diese Ergebnisse tatsächlich dabei rauskommen. Das hat damit zu tun, dass von diesem Binnenmarkt letztlich nur noch sehr wenig übrig bleibt. Wenn man den ganzen Bereich der erneuerbaren Energien herausrechnet, der ja ein Parallelmarkt ist, ein total regulierter, paralleler Markt, der wachsen soll bis zu 80% im Jahr 2050, dann bleibt 20% übrig von dem 100% Binnenmarkt, den man einmal entwickeln wollte. Das ist nicht mehr sehr viel. Und in diesen 20% Markt greift dann auch noch die Regierung ein und legt da eben mal 10.000 MW Kapazitäten still. Das soll der Markt sein, auf den wir uns verlassen sollen, auf den wir vertrauen, in der Preisbildung und so weiter, dass er der Industrie wettbewerbsfähige Preise bildet. Da fehlt uns langsam tatsächlich wirklich der Glaube und die Zuversicht. Also, meine Damen und Herren, da kommt der Günther Oettinger den ganzen langen Weg am frühen Morgen aus Brüssel, um uns hier zu erzählen, alles wird gut, es ist Geld da, wir haben es beschlossen, Alles liegt auf dem Tisch. Und wir machen hier einen auf bedenklich und sind nicht so richtig überzeugt, dass das klappen kann. Herr Dobeni, sagen Sie uns doch nochmal, die Deutschen müssen eine Lokomotivfunktion haben, hat der EU-Kommissar gerade gesagt, und wir wollen einen deutschen Sonderweg fahren. Also eine Lokomotive auf einem Sonderweg, das kann nicht irgendwie funktionieren, wenn man ans Ziel kommen möchte, oder? If you allow me, I would prefer to say that Europe is to lead the battle. And since the decision of the moratorium, it looks like Germany suddenly behaves differently than the other member states. That's not true. There is a big difference between the energy policy at the European level and the way it's translated in the national energy laws. The major difference for us as system operators, who are basically in charge of the security of supply on a daily basis, is that suddenly, and this is completely new, a political decision has withdrawn a major quantity of power capacity in a given country. Now, what does it mean, 7+1 nuclear power plants? And to be clear, for system operators, we don't care if it's wind, sun, coal, nuclear. The only thing for us that is important is when a supplier is telling us we're going to deliver 100 megawatt between 11 and 12 tomorrow morning, he's doing it. That's the only thing that is of importance for us. So what's the size of the German decision? There's one of the rule for continental Europe that implies that at any time the system is able to sustain without that customers see anything happening on the supply, 3 gigawatt of suddenly capacity that withdraw from the network because of a failure, whatever. What does it mean, 3,000, 3 nuclear power plants, or 2 of the biggest one? The German decision is to take out 7+1 nuclear power plant, 8.3 gigawatt, if I remember well. Practically, the day the decision was taken, it was 5, because 3 were not connected. So a political decision took out of the network, European network, 1.7 times the maximum for which the system is designed. That's, for me, a major difference for the future. Because if all countries, if all member states, starts to take political decisions like that, we cannot design the system for the future. We cannot operate the system for the future. And when I hear commissioners saying there is enough money in the world, yes, of course, but investors will only put their money where their perception, not ours, their perception will be that the return is in line with the risk. And today, while we are claiming we are going to invest 1.2 trillion euro in power systems in the next 10 to 15 years, at the same time, every member state are increasing the risk perception by taking political decisions. Hmm. This is not in line with what we should do. Mm-hmm. I'm not talking about decision itself, how it's done. Gehen wir nochmal rüber zur Politik in Brüssel. Herr Dobeni, Ihr Beifall. Herr Chatzimarkakis, die EU gibt die
Energiepolitik europäisch vor. Deutschland muss national umsetzen. Wenn wir das alles miteinander hören, passt das ja noch nicht vollends zusammen. Wer ist jetzt das vermittelnde Teil? Sind Sie das? Wer macht das? Ja, ich bin Gesetzgeber, so ähnlich wie Herr Rösler, der jetzt der Energieminister ist, der dann im Rat sitzt. Also wir stimmen uns da schon ab. Die Ziele, die wir bestimmen, die machen wir gemeinsam als Mitgliedstaaten und als Europäische Union. Herr Oettinger macht den Vorschlag. Er hat ja heute gesagt, was die Energieeffizienz angeht, da ist noch nicht aller Tage Abend. Das kommt erstmal durch den Fleischwurf-Parlament. Wir werden das verändern. Das ist arg planwirtschaftlich, so wie es da auf dem Tisch liegt. Aber wie funktioniert das anschließend? Anschließend haben alle Mitgliedstaaten Zielvorgaben. Und in der Regel ist es so, Sie erinnern sich alle an die Klimakanzlerin, die während der deutschen Ratspräsidentschaft Beachtliches geleistet hat. Man muss das einfach sehen. Die Ziele, die dort europäisch angenommen wurden, die waren deutsch getrieben. Das war gut. Jetzt haben wir diese Ziele und stellen fest, diese 2020-20-Ziele, zum Teil wollen wir auf 30% Reduktion von CO2 gehen, wir kriegen sie nicht umgesetzt. Oder wir kriegen sie nicht gleichmäßig umgesetzt. Deutschland ist in vielen Bereichen weit voraus und ist natürlich, wenn man sich vergleicht mit einem Land, das nicht so schnell ist und von der Masse her stärker belastet mit Reduktionszielen als andere. Und da muss man sich öfter hinsetzen. Und da spielen natürlich die technischen Parameter, Herr Dobini hat sie angesprochen, die spielen da eine Rolle. Also die Politiker müssen öfter hören, was läuft da. Die Probleme, die er jetzt beschrieben hat, die politische Entscheidung, die ihn an eine Kapazitätsgrenze bringen, die müssen wir uns vorher anhören. Und das tun wir zu wenig. Ich sage jetzt wir Politiker. Und noch viel schlimmer ist, ich habe den Eindruck, dass die europäische Politik, die europäischen Abgeordneten, die europäischen Kommissare sehr nah am Markt dran sind. Ja, wir müssen, wenn wir Gesetze machen, natürlich gehe ich REMIT, das ist Transparenz der Großhandelsmärkte, war ich Berichterstatter, da war ich bei E.ON und habe mir die Trade Floors angeschaut. Ich musste sehen, wie funktioniert das. Das, sage ich Ihnen ganz ehrlich, vermisse ich bei unseren deutschen Freunden, bei unseren nationalen Partnern. Die wissen nicht so genau, was da passiert. Die wundern sich immer, warum wir da europäische Maßgaben vorgeben. Ich sage, dann besuch doch deinen deutschen Industrieproduzenten oder dann besuch das doch, dann guck's dir an. Und da ist das große Problem. Die kommen dann zu spät an das Ziel, kommen zu spät in den Kontakt mit der Wirklichkeit, sehen dann diese 30%, 20% Ziele und kriegen sie dann nicht umgesetzt. Das ist unser Problem. Wir reden zu wenig auch, die Ebenen reden zu wenig miteinander. Ich sage es auch mal ganz pauschal. Wir haben durch den Lissabon-Vertrag gewaltige Macht. Gewaltige Macht. Das wird natürlich von den Kollegen im Bundestag oder von den Ministern gar nicht anerkannt. Plus, und dabei bleibe ich, und ich sage das, obwohl beide Herren meiner Partei angehören, es geht nicht, dass Deutschland solche Entscheidungen trifft und dann in die Räte, in die Energieministerräte nicht reingeht, nicht das kommuniziert mit den anderen. Sie sehen, wir haben uns da verselbstständigt. Und wenn man das nicht kommuniziert, kann man auch von einem großen Energiebinnenmarkt, von dem man profitieren wird als Deutschland, am Ende eben nicht profitieren. Also da muss sich die politische Kultur ändern und da müssen wir offen drüber reden und auch direkt drüber reden. Fangen wir gleich mal an, Herr Dr. Theissen. Fühlt sich die Industrie zu spät mit einbezogen, zu wenig mit einbezogen, falsch mit einbezogen? Das variiert, glaube ich, nach Thema und nach Richtung. Also bei der EU-Kommission kann ich das überhaupt nicht bestätigen. Die ist sehr offen, auch der Diskurs mit dem Parlament ist sehr intensiv. Ich bleibe auch zutiefst Europäer. Ich persönlich glaube, dass der Oettinger im Wesentlichen das alles richtig beschrieben hat. Und wir müssen uns jetzt eben fragen, wie kriegen wir die erneuerbaren Energien möglichst schnell in den Markt, ohne sie irgendwie zu gefährden. Aber wie schaffen wir das, dass nicht zig Parallelmärkte, nationale Produktmärkte nebeneinander sind, sondern wie läuft das, dass es möglichst schnell zusammenläuft? Und die andere Frage, die Sie angesprochen haben, ist völlig richtig. Da werden einfach von Politikern Billionensummen mal so eben über den Tisch gelegt, sind wir ja nach der Wirtschaftskrise gewöhnt, dass wir hunderte Milliarden über Nacht entscheiden. Aber am Ende müssen die ja, wenn es reales Geld ist, finanziert werden. Und im Augenblick können Sie eher feststellen, dass das internationale Kapital sich aus den Energiemärkten Europas zurückzieht. Das klopft gerade nicht an. Die Kapitalkosten steigen, die Risikoprämien steigen. Und Europa muss sich fragen, die versammelte Bilanz von allen Stadtwerken, allen großen europaweit, reicht gemeinsam nicht aus, um das Kapital zu stemmen, was wir hier stemmen wollen. Das heißt, wir müssen sonstige Kapitalpensionsfonds, wen auch immer, aktivieren.
Und dafür brauchen wir eine konsistente Politik, dafür müssen wir konsequent auf Europa und Markt setzen. Dazu müssen eben nationale Wege die Ausnahme sein. Und es ist doch ein bisschen kurios, also die deutsche Politik wirklich, wie der Kollege sagt, trifft über Nacht Entscheidungen zu 8 Gigawatt. Am nächsten Morgen stellt sie fest, das möchte ja ein Problem sein. Jetzt brauchen wir vielleicht die Speicher Norwegens, um den nächsten Schritt zu schaffen. Also wenn ich jetzt Norweger wäre, wäre ich jetzt so ein bisschen irritiert. Die fragen mich mal nicht vorher, dass sie ein Problem schaffen, wo sie mich als Lösung brauchen. Wäre doch nett, die fragten mich vorher. Dass der Rest einfach immer nur so da sitzt und sagt, nachdem Deutschland diese oder die dritte Entscheidung getroffen wird, wie könnten wir jetzt helfen, weil halte ich nicht für die wahrscheinliche Ausgang der Angelegenheit. Also die Konsultationen, unabhängig davon, was man entscheidet, und das teile ich, das ist ja ganz egal, was für Gigawatt da kommen und gehen. Aber man muss schon eine gemeinsame Strategie machen, damit man auch gemeinsam auf die Ressourcen zugreifen kann. Und dazu muss man europäisch denken. Dazu passt es aber nicht, dass zum Beispiel unser Bundesumweltminister erklärt, es könnte doch nicht sein, dass deutsche Solarförderung nach Spanien geht. Ja, warum denn nicht so genau? Also wir verkaufen noch deutsche Autos in einem Fort nach Spanien. Und wenn die Solarbedingungen besser sind, was spricht denn dagegen? Oder dass deutsche Windkraftförderung nach Schottland geht, wenn die Bedingungen besser sind. Ja, was spricht denn dagegen? Das ist doch Vorgartendenken, wenn wir jetzt sagen, das muss alles immer bei uns stattfinden. Das muss konsequent und abschließend europäisch sein. Das heißt nicht, dass man nicht aus der Kernenergie ein- oder aussteigen kann, wie man gerade Lust hat. Aber der Weg muss abgestimmt werden, die Konsequenzen müssen diskutiert werden, es muss gemeinsam gemacht werden und die Instrumente dürfen nicht weiter gefährdet werden. Gut, aber wer muss jetzt weiter abstimmen? Herr Chatzimarkakis, Beifall für Dr. Theissen. Herr Chatzimarkakis hat ja für das Europaparlament bereits Asche auf sein Haupt geworfen, sich selber in den Staub geschmissen. Und Sie warten von Siemens nach wie vor, Sie warten ab. Wo kann denn, ich muss das nochmal nachfragen, dass wir einfach aus dieser Geschichte herauskommen, dass wir darauf warten, dass einer den ersten Zug tut, beziehungsweise einer nach vorne springt. Wo kann denn jetzt angepackt werden, dass wir aus dieser Droll-de-Guerre-Situation herauskommen und weiter nach vorne pushen können? Ich glaube, der Kollege Theissen hat es auf den Punkt gebracht. Wenn wir eine Energiewende, und by the way, das Thema Energiewende wird nur in Deutschland diskutiert. In jedem anderen der 190 Länder, in dem wir aktiv sind, sprechen wir über Energieportfolios. Da sprechen wir darüber, was braucht das jeweilige Land oder die Region an optimaler Ausstattung aus Erzeugung und Übertragung. Da wird nicht die Energiewende bemüht, da werden auch keine Technologien ausgeschlossen. Wir haben hier in Deutschland einen etwas schwierigeren Weg, weil wir in Deutschland gewisse Technologien von vornherein ausschließen und für andere die wirtschaftliche Grundlage nicht schaffen. Ich meine damit, wir wollen keine Kernkraftwerke bauen, das ist in Ordnung, wir wollen keine Kohlekraftwerke bauen, wir wollen zwar Gaskraftwerke bauen, wollen aber die wirtschaftlichen Grundvoraussetzungen dafür nicht schaffen. Wir wollen, und die Umfragen von heute Morgen haben das ja gezeigt, wir wünschen uns Wind und Sonne. Als Hersteller mache ich das gerne mit, ich baue Ihnen jeden Photovoltaikpark, jeden Windpark, den Sie haben möchten. Die Frage ist das ausreichend? Und ist das ausreichend aus nationaler Sicht? Und wenn der Solargradient in Deutschland, in Norddeutschland, vergleichbar ist mit dem von Alaska und in Süddeutschland vergleichbar mit der Provence, dann muss man sich die Frage stellen, warum wir in Deutschland 50% der weltweit installierten Photovoltaik haben. Das passt irgendwo nicht zusammen. Und dann muss man sich die Frage stellen, warum wir 18 Gigawatt Photovoltaik haben. Das ist immerhin annähernd ein Fünftel der installierten Erzeugerkapazität, aber nur 2% Strom erzeugen. Und da geht es noch nicht mal darum, dass wir den Strom dann erzeugen, wenn wir ihn benötigen, sondern wir erzeugen ihn und speisen ihn ein, ohne Rücksicht auf Verluste, was da gerade im Netz passiert. Wenn wir also wirklich anpacken wollen, dann müssen wir da anpacken, wo Herr Theissen gerade aufgehört hat, nämlich zu sagen, ich brauche eine europäische Lösung. Ich muss die Solarparks da bauen, wo ich die höchste Effizienz habe. Ich muss die Windparks da bauen, wo ich die größte Ausbringung habe. Und wenn ich heute die Politik sehe und wir wollen in der Nordsee 120 Kilometer hinter der Küstenlinie in 40 Meter tiefem Wasser Windparks bauen, dann können wir das. Die Frage ist, ob ich die 20 Cent oder 24 Cent Erzeugerkosten bezahlen möchte, wenn ich die Offshore-Windparks in England bauen kann, wo ich es für 10 oder 12 Cent bekomme. Und wenn Sie jetzt fragen, wo packen wir an und stehen wir bereit, wir sind weltweit aktiv. Deutschland hat 90 Gigawatt, die Welt hat 5.300 Gigawatt.
Deutschland ist ein Markt, aber kein sehr bedeutender. Es ist auch kein Wachstumsmarkt. Das heißt, man muss sich genau überlegen, was man hier tut, damit man sich nicht in eine Sackgasse begeht. Die Industrie steht bereit, aber sie handelt auch. Wir wachsen. Wir wachsen weltweit. Und wenn Deutschland hier mitwachsen will und auch die Chancen der erneuerbaren Industrie nutzen will, dann muss es sich aus ihrem nationalen Blindflug verabschieden und muss das Ganze auf eine europäische Ebene heben. Und dann funktioniert es auch. Ja, ich hatte sie mal kacke. Jetzt wird ja einiges den europäischen Politikern ins Stammbuch geschrieben. Wie viel können sich denn davon anziehen? Ja gut, alle Beteiligten bescheinigen ja der europäischen Ebene diese Vorreiterrolle und wir füllen die ja aus. Wir setzen ja tatsächlich diese Ziele. Ich will mal ein positives Beispiel aus der Bundesregierung nennen. Das war der Vorschlag von Bundesminister Schäuble, europäisch zu denken. Er hat gesagt, helfen wir doch den Griechen jetzt, indem wir Solarstrom kaufen. Hört sich einfach an. Da brauchst du die Infrastruktur für, die gibt es nicht, da brauchst du politische Entscheidungen in Griechenland für, aber der Hinweis war genau richtig. Genau in diese Richtung muss es gehen. Das heißt, diese Vorgaben, die wir da auf europäischer Ebene machen, wenn man die dann national umsetzt, dann darf man sie nicht nur für Deutschland denken, sondern muss sie als Deutschland für Europa denken. Denn dort sind tatsächlich 50% aller Photovoltaik, oder vielleicht zwischen 40% und 50% Photovoltaikanlagen in Deutschland installiert, ist doch Wahnsinn. Und wenn wir jetzt hingehen, und versuchen, das deutsche Einspeisekonzept zu übertragen auf andere europäische Länder, wäre das auch Wahnsinn, weil das sehr teuer ist. Wenn wir aber hingehen und die beste Methode, die für Spanien den Solarstrom entweder einspeist oder speichert, anwenden, das aber deutsch unterstützen, ne, Sie haben hier den Bundesminister Röttgen kritisiert, dann macht das europäisch Sinn. Dann brauchen wir noch die Verbindung, die Verknüpfungsstellen zwischen den Strommärkten, ob das die regionalen Strommärkte sind oder die europäischen, und dann wird irgendwann ein Schuh draus. Und insofern, die Vorgaben sind da. Ich verweise nochmal darauf, dass unsere nationalen Politiker stärker miteinander reden müssen und stärker miteinander auch diese Projekte anpacken müssen. Schauen Sie mal, Sie haben das Beispiel Griechenland ja gebracht. Wir kippen da jetzt wieder 120 Milliarden Euro rein. Viele sagen, es ist ein Fass ohne Boden. Ja, natürlich Fass ohne Boden, wenn die nicht produzieren können. Hier im Energiebereich gibt es aber Möglichkeiten zu produzieren, produktive Kräfte aufzubauen. Dafür brauchen wir die Kohäsionsfonds, die Oettinger hier umstellen will, kämpft gerade im Kollegium mit seinem Kommissarskollegen Hahn, dass die Kohäsionsmittel eben in Energieinfrastruktur gehen und nicht in sinnlose Projekte der Landwirtschaft. Und das ist gut. Aber das müssen wir unterstützen und dann eben nicht sagen, na, was die Europäer machen, ist Quatsch. Die Europäer stellen schon die Weichen. Jetzt muss aber Schäuble mit seinem neuen Finanzministerkollegen das Ding da auch festziehen. Und dann wird ein Schuh draus. Also als Transparenzbeauftragter dieser Diskussion muss ich kurz dazu sagen, Geld nach Griechenland. Herr Chatzimarkakis hat auch den griechischen Pass. Also Sie ahnen schon, warum er das unter anderem gesagt hat. Sie wollten direkt darauf antworten und dann Sie beide. Bitte schön. Ich wollte einen Punkt noch hier anmerken, der, glaube ich, noch ein bisschen in der Diskussion untergeht. Wenn wir darüber sprechen, dass wir wesentliche Grundlastkraftwerke abwerfen und glauben, dass Sonne und Wind grundlastfähig sind, dann sind wir hier auf dem falschen Fuß. Sonne und Wind sind ganz wichtige Bestandteile eines Energieportfolios, aber sie sind nicht grundlastfähig. Und wenn wir grundlastfähige Industrie abwerfen, dann werden wir am Ende aller Tage einfach im Ausschlussverfahren zu einem Punkt kommen, wenn wir keine soziale Akzeptanz für Kohle und Kernkraft haben, dann werden wir Gaskraftwerke bauen müssen. Das ist politisch mittlerweile Common Sense, jeder hat es verstanden. Aber tun wir nichts. Wir gehen nämlich nicht her und sagen, wie soll das aussehen? Wenn wir weiterhin über Einspeisegesetze entsprechenden Ausbau der Erneuerbaren machen, wird es per Natur nur gewisse Stunden geben, wo diese Kraftwerke laufen. Damit sind sie aber nicht wirtschaftlich. Wen wollen Sie denn jetzt motivieren, Gaskraftwerke zu bauen? Ich baue in Saudi-Arabien, ich habe in dem Jahr 24 Gaskraftwerke verkauft in Saudi-Arabien. Was meinen Sie, wie lange ich brauche, um in Deutschland 24 Gaskraftwerke zu verkaufen? Wahrscheinlich das nächste Jahrzehnt. Wir brauchen aber in dieser Größenordnung Gaskraftwerke, wenn wir die 8 Gigawatt oder vielleicht noch weitere 10 Gigawatt ersetzen wollen, die heute 7000 Stunden pro Jahr je Kraftwerk Strom erzeugen. Und darum machen wir einen großen Bogen. Das heißt, im entscheidenden Punkt machen wir einen Bogen um die Fragen, die notwendig sind und die am Ende auch Geld kosten werden. Wir können nicht hergehen und sagen, das kostet dann einen Cent.
Und das belastet niemand. Natürlich wird es belasten, natürlich wird es Geld kosten. Da steckt aber auch eine Riesenchance drin, weil die anderen wird es irgendwann auch belasten. Die müssen sich nämlich die gleiche Frage stellen. Was ist eine nachhaltige, verfügbare und bezahlbare Energieversorgung? Jetzt nennen Sie uns doch mal einen Namen. Wer muss jetzt aus dem Puschen kommen? Das ist eine ganz gute Frage. Ja. Es ist nicht ein Name. Wenn wir einen gesellschaftlichen Konsens haben, dass wir etwas tun wollen, dann müssen wir auch die gesellschaftlichen Gets haben, es zu tun. Und dann ist es eine Lüge, den Leuten zu sagen, das wird kein Geld kosten. Dann ist es eine Lüge, den Leuten zu sagen, es wird keine Veränderungen benötigen. Das heißt, wer aus den Puschen kommen muss, sind diejenigen Menschen, die über Wahrnehmung argumentieren und nicht über Fakten. So sehr die Wahrnehmungsargumentation bei uns heute gang und gäbe ist. Ja. Und wenn Sie investieren müssen und wenn Sie viele Milliarden in die Hand nehmen müssen, müssen Sie jemanden finden, der dazu bereit ist. Und wenn Sie nicht bereit sind, Geld mit Verlust auszugeben, dann muss man einen Weg finden, und Sie auch nicht. Das überrascht uns jetzt. Dann sollte man einen Weg finden, und das ist am Ende aller Tage halt notwendig, dass man das Geld ausgeben kann mit einer gewissen Gewinnerwartung. Aber Frau Dr. Loske, Sie würden doch gern mit Verlust ausgeben. Ich möchte das Stichwort aufgreifen von Herrn Süß, Wahrnehmung und Fakten. Der Staatssekretär heute Morgen hat auch über so eine Bevölkerungsumfrage geredet und gesagt, die Masse der Bevölkerung glaubt, dass die Solarenergie den größten Anteil an unserer zukünftigen Energieversorgung bringt. Das ist wirklich auch eine Folge der auch einer gewissen Intransparenz und ich nenne es einfach mal Verdummungsstrategie auch, die von der Politik da gefahren wird. Sie sagten es, Sonne ist nicht grundlastfähig, aber man kann, das ist ganz wichtig für meine Klientel, für die Verbraucher, die ich vertrete. Die Industrie braucht halt einfach ständig sicher eine Stromversorgung, aber ich glaube, das ist auch müsste auch dem normalen Privatverbraucher deutlich sein. Sonne gibt es halt nun mal in Deutschland sowieso in sehr eingeschränktem Maße mit dem Nebel über der Schwäbischen Alb. Aber auch sonst fängt sie halt morgens um 7 an und hört um 7 Uhr auf. Danach ist nichts mehr. Und man möchte als Endverbraucher durchaus abends auch mal im Warmen sitzen und auch mal Fernseh schauen oder sowas, was so das normale Freizeitvergnügen der Deutschen ist. Und dafür steht die Sonne so jedenfalls im Augenblick nicht zur Verfügung. Wir bräuchten dafür Speicher, die haben wir nicht. Und das ist das, was meine Verbraucher, meine Unternehmen halt eben auch umtreibt. Wir gehen in eine Energiewende hinein mit vielen, vielen, vielen Fragezeichen und diese Fragezeichen würden wir sehr gerne halt auch beantwortet bekommen, denn ohne diese Fragezeichen auch tatsächlich für uns selber beantwortet zu haben, kommen wir auch nicht nur in der Energiewirtschaft, sondern in der großen Breite der Industrie in der EU, in Deutschland an die Fragestellung, wer investiert dann hier noch in langfristig erst zu amortisierende Anlagen und sowas, wenn ich nicht weiß, wie es hier energiewirtschaftlich weitergeht. Sie finden hunderte Fachhochschulprofessoren, die das alles wunderbar genau. Hinkriegen und die alle immer auf Norwegen verweisen und die Norweger sind ja ohne Frage sicherlich bereit, ihre wunderschöne Landschaft für uns als Strombatterie zur Verfügung zu stellen. Frau Dr. Loske, die nächste Frage dürfen Sie nur mit Ja oder Nein beantworten. Ja. Hat sich die deutsche Energiepolitik vergaloppiert? Ja. Ich habe Ja gesagt. Sie hat Ja gesagt. Daniel Dobeni, Sie sind aus Brüssel gekommen, einen langen Weg. Die Starkstromlokomotive Deutschland steht heftig unter Strom, aber wir sind unzufrieden mit dem Ziel, mit der Strecke, mit dem Catering, mit den Passagieren, eigentlich mit allem. Helfen Sie uns auf die richtige Richtung? I think you Germany is indeed the locomotive of the European economy today. Of course, for me, not being German, it's easy to say what I'm going to say now, but being the locomotive means also special responsibility with respect to the rest of Europe. And in that sense, was decided in Germany becomes, that we like it or not, an example for other countries. And this is the reason why I was having questions about
how the decision has been taken with respect to the recent position with the moratorium. But we were, just before, we were discussing about financing, we were discussing about where to install renewables, how to ensure we have the base load plants installed. Behind all these, indeed, very good points, we need a network. Let us imagine we have the money. Just, it's there, apparently. We just have to grab it. I'm still looking, you know, but it's there. Now we know what we have to do. The question now is, how do we make it happen? And this is exactly the major problem between, let us say, political decision makers, whether European, German, Belgian, whatever, is that we are in a capital-intensive business with tremendous lead times. You spoke about 5 years to 10 years for gas power plants. We made a survey among our members a year ago. On the average, it takes 12 years to build a new overhead line. And in many cases, it never happens. So now the question is, we know what to do. Let us imagine we have the money. How can we convince the public that it's needed? And for the last, I think, 15 years, this is something I've been saying in nearly all interventions I've done in Europe, in member states, is how can we convince these people in this audience that they have to accept overhead lines, that we cannot put everything underground, unfortunately. How can we make it happen? Because 2020, in our timeline, is tomorrow. And what we see is that in one of the lines which is absolutely necessary in the area of 50 years, there's still 18 kilometers missing. And the two other parts are there, and one lender is saying no. How can we convince the public? And honestly, it's an open question. I have not the answer. What I can say is that we as transmission operators, we are not sufficient to convince the public. Because during the last 30 years, when we were asking for new overhead lines, we had a lot of pressure groups saying, oh, don't accept that, because this is not only ugly, it's not safe, and it's only there to allow major big concerns to make more money. So when the same people go 25 years later and saying, well, the same line is still necessary, but now it's for good reasons, it's for wind, for sun, etc., the public doesn't believe us. So we need those who said this is not good to come next to us, NGOs, politicians, those who have been against, they need to be next to us when we meet the public. And this is what I call political will. Unfortunately, I'm waiting. Kein Beifall. Beifall, das wäre doch jetzt wirklich großartig, meine Damen und Herren. Ich darf das ein bisschen herauskitzeln. Genau. Das wäre nämlich jetzt der schwierige Part an der Sache. Wir müssen die Öffentlichkeit davon überzeugen, dass der Weg ein richtiger ist. Herr Chatzimarkakis, da sind wir schon wieder bei Ihnen und die Rolle der Politik in diesem weiten, weiten Feld. Wir wissen, der Bau von Überlandleitungen dauert 10 Jahre und länger. Speicherpumpwerke und so weiter hat ohnehin keiner so richtig gerne in ihrer Nähe. Was können Sie denn tun, was müssen Sie tun, um endlich unangenehme Wahrheiten auszusprechen, um das, was wir haben, nämlich eine Idee, ein Ziel und Geld auf dem Tisch, so umzusetzen, dass der Bürger das akzeptiert? Die Wahrheit sagen. Ganz einfach die Wahrheit sagen. Authentisch sein, wahrhaftig sein. Was ist unser Problem? Er hat es beschrieben. Der Prozess der politischen Willensbildung, der ja zu diesen erratischen, nicht erwarteten Entscheidungen auch dieser Bundesregierung geführt hat, hat viel damit zu tun, dass die Meinungsbildung in diesem Land natürlich sich in einem freien Prozess, in einem offenen Prozess befindet. Das wird der Herr Stelzner jetzt nicht bestätigen, aber Umfragen unter den Redakteuren ergeben, dass 60% der Redakteure nicht ihrer Zeitung, aber in Deutschland grün wählen. Ja, da brauchen wir uns nicht zu wundern. Ich als Politiker bin abhängig davon, dass ich Stimmen bekomme bei einer Wahl. Wenn in einem Umfeld, das sehr stark geprägt ist in eine Richtung, die über den Bauch und nicht über das Wissen geht, Meinungen, Stimmungen geschafft werden, muss man sich nicht wundern, dass eine schwarz-gelbe Regierung solche Entscheidungen trifft. Übrigens im Konsens, das ist neu und das hat ja auch der Staatssekretär betont, das finde ich auch gut.
Das bin ich als Europäer gewöhnt, dass wir auf europäischer Ebene uns eben nicht streiten, wie man das hier in Deutschland tut oder in Belgien oder in Italien. Wir machen das im Konsens. Ich finde das gut. Ich beschreibe nur, wie es dazu kommt. Jetzt kommt es aber auf Politiker an, wenn sie denn den Konsens erreichen, die dann wahrhaftig sind. Es geht nicht anders. Sie müssen es so sagen, er hat die Zahlen beschrieben. Diese Zahlen sind eindeutig. Und die muss man als Politiker sich trauen, im Bundestag, da wo man nicht weggeschnitten werden kann, in einer live übertragenen Talkshow zu sagen. Es geht nicht anders. Im Übrigen, Herr Theissen, Sie sind jemand, der die Dinge kennt. Sie kommen sehr gut rüber. Wir brauchen auch Sie in diesen Talkshows. Ja, es ist, ich weiß. Die Aktie, die Börse, ich weiß. Es geht aber nicht, Sie haben sich ja getraut, was zu sagen. Sie sind ja als Energieindustrie, sind Sie ja aktiv, haben sich ja beteiligt. Aber wir brauchen das auch in der direkten Kommunikation mit den Bürgern. Es geht nicht anders. Wir Politiker brauchen auch Zeugen, die Ihnen mal offen und ehrlich sagen, es fällt Ihnen schwer, ja, aber Sie müssen es tun. Weil sonst kriegt das Ganze eine ganz schräge, wie das in Deutschland eben gelaufen ist, eine ganz schräge Wendung. Und dann haben wir alle ein Problem. Aber lassen Sie mich da mal Sie ganz bewusst mal provozieren, ist ja auch ein bisschen lebhafter für den Kreis. Ist es nicht die Schwäche, jedenfalls aus der Marketing-Sicht, der Energie gewesen, der Energieunternehmen gewesen, dass wir ein Leben lang den Menschen gesagt haben, was sie denken sollen und was gut für sie ist? Vielleicht hatten wir auch gelegentlich recht, manchmal nicht, ist ja egal. Aber wir haben immer den Leuten gesagt, was sie kaufen sollen und wo es herkommen soll und wie wir es machen sollen. Das macht Porsche nicht, ne? Also ist völlig schwachsinnig, Porsche zu bauen. Das ist CO2-technisch nicht sinnvoll. Sie können mit weniger Geld zum gleichen Ziel kommen, können sogar mehr Leute mitnehmen. Die schaffen einen Bedarf oder adressieren den Bedarf, den es gibt. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, die Diskussion, die wir führen, ist akademisch alles wahr und richtig und hochinteressant. Ist das eigentlich eine unternehmerisch sinnvolle Diskussion? Ist es nicht viel schlauer, dass die Leute sagen, echt gut, wir machen das alles aus Solar in Deutschland. Prima Idee. Und dann kaufe ich bei ihm Solarpanel, lege die auf Schleswig-Holstein auf nicht existente Schweineställe, kriege dafür 20 Jahre Einspeisevergütung. Das mag ja schief gehen, aber ja nicht für mich. Also die Frage ist wirklich, kann passieren, dass viel egoistischer in Zukunft auch in unserer Industrie gehandelt wird, dass die Leute sagen, wenn die Menschen das wollen, ob es klappt, werden wir alles gemeinsam erleben. Das ist wie ein großes Experiment. Das wird uns bilden. Wir sind Unternehmer und wir kriegen das Kapital übrigens nur, wenn wir die Kapitalgeber überzeugen können, dass das eine lohnende Investition ist. Nicht dadurch, dass es eine energiewirtschaftlich richtige ist, sondern dass es eine rentable ist. Das muss Sie jetzt ein bisschen beunruhigen, was ich sage, fürchte ich. Ja, ich muss das nochmal kurz aufnehmen. Das, was hier geäußert wird von Dr. Theissen von Ehren, der mit 85.000 Mitarbeitern 93 Milliarden Umsatz tätigt, immer noch deutlich mehr als Porsche. Also scheint mir der Vergleich zu hinken an dieser Stelle. Greift einen ureuropäischen Gedanken auf, der da heißt Mundus vult decipi, die Welt will beschissen werden. Aber das kann ja eigentlich nicht der Weg sein, oder? Nee, darum geht es doch nicht. Aber ich glaube, es geht darum, also ich glaube an Europa, ich glaube auch an den Markt. In einem Markt benehmen sich Marktteilnehmer normalerweise egoistisch, versuchen ein Interesse zu finden. Das macht Siemens von morgens bis abends. Er sagt ja auch, er verkauft ihnen alles, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber ich sage es Ihnen vorher, ob es sinnvoll ist oder nicht. Er weiß heimlich, dass das ein oder andere, was er da verkauft, nicht so sinnvoll ist, aber wenn es für ihn sinnvoll ist, verkauft es ihnen trotzdem. Ist ja nicht so, dass er dann sagt, das ist dumm, was du da bestellst, lass das mal. Und ich glaube nur, wir müssen uns natürlich fragen, wie entsteht hier ein gemeinsam sinnvoller Kurs? Frau Merkel hat ja dann, bei allem Respekt für die Bundeskanzlerin, neulich gesagt, die Stromversorgung sei sicher, dafür stünde sie ein. Ähnlich wie die Renten. Persönlich. Ja. Also, ja, die Sparkonten wurden ja auch schon mal gesichert. Also ich persönlich, ich will da gar nicht zu nahe treten. Also ich kann das nicht garantieren. Ich kann auch nicht das Gegenteil garantieren. Ich kann das gar nicht, das können die Transmission Operator noch gerade feststellen, ob sicher ist. Also ich nicht. Ob die Bundeskanzlerin das kann, kann ich nicht beurteilen. Vielleicht weiß sie was von Ihnen, was ich nicht weiß. Ich glaube, es ist einfach so, wir gehen jetzt nun mal in eine Zeit mit einem gewissen höheren Risiko und wir können jetzt nicht erwarten, dass die Energieindustrie der Ausputzer ist.
der jetzt dann Tag und Nacht arbeitet, damit das volkswirtschaftliche Experiment auch sicher klappt, alles das tut, was nicht so richtig rentabel ist und Verluste macht, damit dann irgendwo ein Experiment gelingt. Ich glaube, die meisten Marktteilnehmer, einschließlich der Stadtwerke, werden sich zutiefst egoistisch verhalten. Zwar mit Großbrimborium, eine schöne Geschichte werden wir auch haben, dass das alles natürlich auch ganz sinnvoll ist, was wir tun, aber es wird alles zutiefst auf dem eigenen Unternehmensinteresse aufbauen. Das ist auch völlig richtig, das ist auch nicht zu kritisieren. Nun natürlich bleibt dann die Frage, wer kümmert sich darum, dass es ganzheitlich aufgeht und wer kümmert sich darum, und da fand ich Herrn Oettinger auch heute gut, wer kümmert sich darum, dass die Grundstoffindustrie nicht geht. Genau. Denn meine Sorge ist natürlich, wenn die Aluminium-Stahl leise gehen, dann werden wir nach meiner Überzeugung auch keine Werkzeugmaschinen mehr bauen, wir werden auch keine Autos mehr bauen, sondern wir werden irgendwann ein richtiges Problem haben. Aber ich weiß im Augenblick einfach nicht mehr, wer in dem System die Gesamtverantwortung haben soll. Aber Herr Schatzimakake, das kann ich Ihnen genau sagen. Also er ist als einziger Politiker heute hier und muss uns das nochmal deutlich beantworten. Also die FDP will uns die Wahrheit sagen, das halten wir schon mal fest. Ehren möchte es nicht tun. Ja? Sie haben eben... Ja. Unsere Wahrheit. Ja, aber was ist Wahrheit? Steht schon in der Bibel. Ein langer Weg, ein weites Feld, wie Günter Grass sagt. Aber lassen Sie uns noch mal kurz festhalten. Nach dem Politiker-Bashing und dem kurzen Medien-Bashing, ja, möchte ich kurz Ihnen den Weg bereiten, ob nicht doch jetzt auch das Bürger-Bashing angesagt sei. Denn nach Stuttgart 21 können Sie auf den netten, freundlichen Bürger, der fasziniert alles anhört, was an Großprojekten ihm vorgesetzt werden, doch eigentlich nicht mehr wirklich setzen. Und vor allen Dingen können Sie es auch nicht mal dann, wenn Gesetze unterzeichnet sind, wenn Dinge auf dem Weg sind. Nein, die Politiker machen den Fehler, dass sie tatsächlich auf allgemeine Stimmung setzen. Das ist aber falsch. Es ist falsch. Ich wollte Ihnen übrigens gar nicht... Nicht ausbüchsen. Wir waren ich wollte von ihm ja Politik gar nicht die Schuld geben. Ich wollte nur sagen, es geht nur durch klare Ansagen. Und da muss Politik den Mut haben. Übrigens, dass fehlender Mut bestraft wird, zeigt meine Partei. Wir haben den Mut eben in einer bestimmten Phase nicht gehabt. So. Und das wird bestraft in Deutschland. Klare Ansagen können bestraft werden, können aber auch belohnt werden. Und das gilt für alle von uns. Und darum geht es hier. Es geht darum, dass wir nicht dem Bürger folgen. Dem Bürger müssen wir jetzt sagen, dass diese Trassen, die er jetzt baut, zum Teil eben in kürzerer Zeit als 8 Jahre Planungszeitraum gebaut werden müssen. Sonst kommen wir nicht voran. Das heißt, dass wir bestimmte Prozesse politisch aussetzen müssen. Da werden die auch auf die Straße gehen. Und dann erwarte ich aber von Politikern, zum Beispiel jetzt der grünen Regierung in Baden-Württemberg, dass sie sagt, nee, wir ziehen das jetzt durch. Sonst kriegen wir das andere Projekt, was ihr vorher wolltet, nicht verwirklicht. Darum geht es jetzt. Jetzt geht es darum, tatsächlich diese Prozesse zusammenzubringen. Aber ich sage es nochmal, Politiker müssen ehrlich und wahrhaftig sein. Aber es ist so. Ja, ich bin ja Ihrer Meinung, aber... Meinen Sie, und ich habe auch keinen. Aber es muss gemacht werden. Übrigens, die es machen, die haben es nicht so leicht. Ja. Die haben es nicht so leicht. Also Sie sehen schon, Standards der Kommunikation. Ich wollte ein bisschen komplizierter noch dazu fragen. Wir haben doch jetzt in Erfahrung gebracht, dass selbst dann, wenn Politiker sich geäußert haben, wenn Medien berichtet haben, wenn Entscheidungen gefallen sind, der Wutbürger in der Lage ist, lange nachdem Dinge angefangen worden sind, im Bau umzusetzen, sie noch zu torpedieren und in erheblichem Umfang zu wandeln. Ob das die Regeln der Demokratie hergeben, wage ich persönlich zu bezweifeln. Ist nicht das, was wir vorhaben, einfach zu groß für die politische Stimmung im Lande, und zwar gar nicht mal für die Politiker, sondern bei den Bürgern, die keine Veränderung wollen? Ja, es ist ein großes Projekt, es ist aber nicht zu groß. Sondern es ist dann zu groß, wenn wir nicht in der Lage sind, die Notwendigkeit zu kommunizieren. Und da sind wir jetzt in ein schwieriges Fahrwasser gekommen. Deswegen wieder zurück zu Klarheit und zu Wahrheit. Aber er wollte was sagen. Und da muss ich sagen, sind wir aber auch in diesem Jahr auf einer besseren Ebene als im letzten Jahr. Ich glaube, dass in diesem Jahr der Konsens in der Gesellschaft und in den politischen Parteien doch ein größerer ist für das, was jetzt passieren soll in der Energiewirtschaft, als das im letzten Jahr der Fall war. Also von daher habe ich auch ein bisschen Hoffnung, dass wir dieses Megaprojekt besser kommunizieren können jetzt als im letzten Jahr. Genau. Herr Dr. Süß. Er ist ein guter Kunde, manchmal. Sie sind auch manchmal ein guter Lieferant. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir haben, was wir in Intercompany Business haben, haben wir auch in der politischen Umgebung. Am Ende aller Tage verkaufen wir dem Kunden das, was er haben will.
Wir werden ihm aber sagen, ob wir der Meinung sind, dass es gut oder schlecht ist. Das ist, wenn wir über Spezifikationen reden, und er hat ja gute Leute, die auch gute Spezifikationen schreiben, wo wir dann uns austauschen. Und so ist es auch mit der Politik. Wenn das am Ende aller Tage spezifiziert wird, kann ich als Wahlbürger oder als Bundesbürger, kann ich hier meine Stimme abgeben, kann das unterstützen oder nicht. Als Unternehmer kann ich versuchen, mit Fakten die Spezifikation zu beeinflussen. Am Ende aller Tage muss ich aber dann respektieren und will auch das respektieren, was der Kunde möchte. Und das werden wir liefern. Mhm. Und technisch ist es möglich. Die Frage, um die es geht, ist, wenn es technisch möglich ist, sind wir uns bewusst, dass dieser technische Aufwand etwas kostet und wollen wir es tun? Da stecken Chancen und Risiken drin. Ich denke, es stecken auch ein Haufen Chancen drin. Wir reden heute sehr viel über die Risiken. Es stecken sehr viele Chancen drin, nämlich genau, wenn dieses Experiment gut geht, dann haben wir einen Vorsprung. Ja. Machen wir es richtig, haben wir einen Vorsprung. Machen wir es falsch, geht es schief, haben wir einen Nachteil, weil dann ist irreversibel sehr viel Geld in die falsche Richtung investiert worden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt zu verstehen, dass wir uns als Einzelpersonen politisch einbringen können, als Unternehmen eher nicht. Und das hat der Industrie vielleicht sogar eher geschadet, weil man ihnen die Glaubwürdigkeit abgesprochen hat, zu sagen, die sind als Bürger unterwegs, sondern mehr als Lobbyist für ihre Industrie. Ich fand es gut, dass sie sich geäußert haben, aber die Frage ist, als Unternehmer muss er sich selber fragen, war das immer so positiv? Glauben mir die Menschen? Daniel Daubigny, Sie haben hier gesessen mit gerunzelten Augenbrauen, haben diese Diskussion verfolgt. Wenn Sie heute Abend bei Ihrer Frau über die Diskussion hier heute erzählen, wie fassen Sie ihr gegenüber das zusammen? Die sind irre, die Deutschen, oder was sagen Sie denn? First of all, I will not be home this evening, so I to think about, and afterwards is the weekend, so I have 2 days, so it's plenty of time. I would like to make 2 comments. The first one is that I've been I think since the first time it happened, it what is called the Regulators Forum in Florence. And Johannes Kindler, who is somewhere in the room, is also there from BNSA. It's a place where you have all regulators, you have the administrations, you have the market parties, the associations, you have the transmission system operator, distribution system operators. What strikes me during those 10 or 12 years, I don't remember exactly, is that we never speak about the European electricity consumer. It doesn't exist. We talk about the German consumer, we talk about the French consumer, we talk about the Polish consumer. And each time we talk about political decisions at European level, the question will arise from some of the party by saying, how much will it cost to my customers, my country? The problem is that the political decisions taken at the European level, they are there for everyone. And if we want to make it in the most efficient way, as it was said by different speakers, we have to use the geography and the characteristics of Europe. We have to use sun where sun is and wind where wind is. Unfortunately, today we are constrained between, on one side, the very nice political targets for 2020 and 2050, and very nationalistic vision in the member states. Maybe the decision taken by the German government, because it has as consequence that within the continent, the electricity system is more stressed than it ever been for the last 30 years. So you can see it as a negative point. I'm seeing it as more as opportunity to show, because it's Germany who takes the decision, as I said a little bit before, to show that you cannot take those decisions in future without talking with all the member states, because it has an impact on all of them. So I hope that the positive side of the decision will be to force the head of states to think in terms of electricity for Europe. Of course, it would even be better if they think about European consumers, but this is not the case. We heard the commissioner, we heard some of the speakers saying, of course, we would prefer having steel mills here located in Germany. And I heard the commissioner saying, and if not in Germany, it's still better in Europe. I would have preferred hearing it has to be in Europe.
Meine Damen, meine Herren, ich komme in die letzte Fragerunde und bitte aus Gründen der Zeit, weil gleich der ehemalige Bundesminister Töpfer zu uns sprechen wird, um eine schnelle, präzise, ehrliche Antwort, die einfach den letzten Teil unseres Themas heute adressiert. Trägt die Europastrategie 2020? Und um sie zum Tragen zu kriegen, was ist jetzt nötig? Im Telegrammstil, Dr. Süß. Sie wird tragen, wenn man das, was man möchte, auch bereit ist zu tun. Okay. Ich gehe auf eine frühere Aussage von ihm ein. Man kann ja Trendsetter sein. Und das müssen wir wollen. Wir müssen diese Entscheidung hinnehmen, so wie sie jetzt heute getroffen wird, und uns zum Anspruch machen, 2020 zu verwirklichen und dann eben als Deutschland Trendsetter zu sein, in Absprache mit den anderen, als Vorbild, nicht gegen die anderen. Dann wird es laufen. Trendsetter in Absprache ist eine schöne Figur, das behalten wir im Kopf. Herr Dr. Theissen. Also ich kann da jetzt nicht nur als Deutscher antworten, wir sind ein europäisches Unternehmen, die Hälfte meines Geschäfts ist nicht in Deutschland. Ich glaube, Sie haben eins richtig gesagt, sowohl die nationalen Strategien, die deutsche, die europäischen, sind ein Faktum. Und als Unternehmer muss man in einem solchen Faktengerüst immer nur die Chancen suchen. Ob das Gesamte aufgeht, ist wirklich erstmal nachrangig. Und wir können immer nur hoffen, ich habe auch einen gewissen Optimismus, wenn viele ihre Chancen suchen und Forschung passiert und noch irgendwann wieder auf dem Weg nachkorrigiert wird, was immer sehr wahrscheinlich ist, dann kriegen wir das auch irgendwie hin. Und ich glaube, man sollte immer in der Grundvermutung arbeiten, dass es geht, und sollte in dem Gerüst seine Chancen suchen und hoffen, dass die Summe der Einzelchancen die Gesamtlösung bietet. Und das wissen wir bei allen anderen Politikfeldern auch nicht, ob es so ist. Bei der Pharmaforschung wissen wir auch nicht, ob die richtigen Medikamente morgen verfügbar sind. Wir müssen einfach uns auf den Weg machen. Jeder sucht seine Chance, seine Möglichkeit. Und dann hoffen wir, dass es gemeinsam gut geht. Und jetzt den ganzen Tag weier weier zu rufen und möchte auch schief gehen, hilft eh keinem. Ändert sowieso keiner irgendwas. Was muss passieren? I'll be very practically, we identified in our association that between today and 2020 we need 44,200 kilometers of new overhead lines, mostly. Just make it happen now, not in 10 years. Frau Dr. Loske. Also ich würde sagen, sie trägt, wenn sie eine globale Abstrahlung hat. Das heißt, wenn das nicht ein europäisches Projekt bleibt, sondern wenn es einen Wert darstellt für Nachahmer in der Welt. Denn diese ganze Problematik werden wir nur global lösen und nicht europäisch, schon gar nicht national, wie wir heute auch deutlich gesagt haben. Meine Damen und Herren, letztlich ist Europa noch der viel zu kleine Rahmen, den wir hier betrachten. Wenn es uns auch schwerfällt, europäisch zu denken, so ist das sicherlich noch nicht das Ende. Wir müssen global denken, wir müssen die Chancen sehen, die sich bieten. Und sicherlich ist die Energiestrategie 2020 insofern einen Schritt nach vorne, als sie Schwerpunkte setzt und gemeinsame Ziele definiert. Europaweit kann Energiepolitik deutlich besser funktionieren als national. Es muss auch so funktionieren. Aber ich denke, wir haben einen sehr weiten, umfangreichen Weg noch vor sich. Und ich glaube, irgendwann wird es auch einen Bundesenergieminister geben, wenn ich so richtig nachhake, was Sie alles hier vorgetragen haben. Dann scheint dieses Definieren eines sehr speziellen Ressorts außerordentlich notwendig zu sein. Meine Damen, meine Herren, ich bedanke mich sehr. Wenn Sie gleich abgehen nach links, bitte ich sehr vorsichtig zu sein, weil wir hier zwei Stufen eingebaut haben, um die Sache noch interessanter zu machen. Ich weise Sie kurz darauf hin, was gleich kommt. Erstmal herzlichen Dank an die Diskutanten. Gerne. Weitere Informationen und Podcasts unter bdew.de.